Hallo, ihr geliebten Seelen, ihr erwachten Seelen hier in dieser geschützten Gruppe, die seit heute einen neuen Namen hat. Ja, nachdem wir jetzt so viele Jahre lang Tu, was du liebst gemacht haben, dann gemerkt haben, das ist nicht mehr stimmig, komplett aufgehört haben für fast 2 Jahre, ich jetzt wieder angefangen habe und immer schon sagte, hey, da darf jetzt ein neuer Name her, haben wir den heute gefunden. Und der Ausdruck, der mit höchsten Frequenzen und Energien verknüpft worden ist, heißt Folge der Stimme deiner Seele. Man darf es nur einmal alle 30 Tage ändern. Als wir es jetzt so geschrieben hatten, dachte ich, ist eigentlich noch kürzer zu sagen, ja, Folge deiner Seelenstimme. Aber wir wollen jetzt nicht an Kleinigkeiten rummachen, weil es auch nicht ganz so wichtig ist, weil auch so, wie wir es jetzt benannt haben, das in höchster Wahrhaftigkeit schwingt und sich ausdehnt. Bis in die Herzen der Menschen, die hier mit uns zusammen wirken. Und ich hatte gerade jetzt auf Instagram gestreamt und war so ganz klar, meine Seelenstimme sagt mir auch jetzt wieder hier in der Gruppe und jetzt folge ich wieder. Und mag ihr quasi gerne so verkörpern, interessiert, neugierig, ein bisschen unsicher, aber das ist nur der Verstand. Ja, gleichzeitig auch wissend, mit Stärke, mit Sanftheit, aber auch hier meiner Seelenstimme zu folgen, die gesagt hat, hier geh in der Gruppe live. Und was ich jetzt darüber hinaus hier zum Ausdruck bringe, das ist noch vollkommen unklar. Ein unbeschriebenes Blatt sozusagen. Aber ich werde, wie immer, wenn ich dieser zarten, sanften, allwissenden Stimme, die alles ist, was ich bin, folge, nur Segnungen erfahren. Weil ich in diesen Raum auch, wie gesagt, der Unsicherheit hinein, in dem ich ja gar nicht genau weiß, was passiert. Ja, ich springe quasi einfach schneller, als dass mein Kopf hinterherkommt. So geht das mit den Seelenstimmen oder so betreiben wir das, dass wir eigentlich immer schneller und immer schneller dem folgen, was wir klar spüren, was richtig ist und was dran ist. Und das bringe ich hier einfach auch mal ohne große Worte, sondern einfach durch mein Sein hier heute in diese Gruppe rein und zum Ausdruck. Dass es gar nicht darum geht, genau auch jetzt zu wissen, was die Worte sind, was die Struktur ist, was genau da zu tun ist. Der Kopf will immer gerne diese Trennung wieder aufrechterhalten, indem er dann das so unklar macht und sagt, was geht da jetzt, was muss da jetzt passieren, was muss ich machen, was ist mein Plan, was sind jetzt die Schritte, was ist die Struktur, was sind die genauen Dinge. Ich will das wissen, ich will. Und die zarte, klare, sanfte, allwissende Stimme der Seele behält sich mit sowas gar nicht auf. Für die spielt es überhaupt keine Rolle, weil ich doch eh weiß, was heißt wissen. Ja doch, weil ich eh in der Verbindung immer nur das Wahrhaftige verkörpere und dadurch auch zum Ausdruck bringe. Regardless the words, egal welche Worte ich dann benutze. Und das finde ich auch so spannend an dieser neuen Zeit oder an der neuen Art, wie wir wirken in der Welt, dass die genauen Worte so viel unwichtiger geworden sind und gleichzeitig so viel kraftvoller. Wieder so ein interessantes Paradox, das sich aber sehr stimmig anfühlt. Weil ich gar überhaupt nicht mehr in keinster Weise an irgendwelchen Konzepten oder an Gedanken hänge, an Strukturen hänge. Das ist alles so vollkommen in den Hintergrund gedrängt durch meine Seelenstimme, die heute hier wieder zu euch sprechen darf. Und die das auch nur macht, Leute, es geht ja immer nur darum, das in euch in Schwingung zu versetzen. Weil ich, schön und gut, aber es ist ja dadurch, dass ich bei mir bin und dem Ausdruck verleihe,
ist eine Frequenz in die Welt gegeben, die in den richtigen Menschen, in den richtigen Situationen, in den richtigen Feldern und Gebieten deines Seins in eine Resonanz gehen kann und eine Schwingung erzeugt, die Wahrhaftigkeit ausdehnt. That's what we do. Wir helfen euch, die Kathi und ich helfen euch, dass ihr eurer eigenen Seelenstimme mehr und mehr vertraut und mehr erkennt, dass das die Wahrheit ist und die Essenz von euch sowieso ist. Und dass alles andere abfallen darf, weil es nicht wahrhaftig ist. Der Kopf und der Verstand ist aber auf der anderen Seite ist auch immer wichtig, natürlich nicht. Und auch selbst das Ego, ja, ist nicht abgelehnt oder ausgeschaltet oder in dem Sinne irgendwo unterdrückt oder abgeschnitten oder so. Nein, das ist natürlich alles da noch. Ja, der Verstand und die Logik und die Struktur und auch das Ego ist nach wie vor vorhanden. Ja, es geht nicht darum, irgendwas auszuschließen, Leute. Das ist ja das Schöne oder das Wahrhaftige. Fühl da wieder hin selber. Mach dich auf. Ja, du kannst nicht kommentieren, nichts tun, du kannst dir nur zuhören. Mach dich auf und fühl dahin. Es ist gar nichts ausgeschlossen. Es ist nichts, was irgendwie Unrecht wäre oder nicht dabei sein dürfte oder so. Nein, es ist alles willkommen und darf da alles mit, ist eh alles mit dabei. Es ist alles inkludiert. Aber der springende Punkt ist, wenn du weiter auf deine Seelenstimme hörst und vor allem auch die Sachen tust, die du hörst. Das ist der wichtigste Schritt, ist natürlich, dass du nicht nur Sachen hörst und wahrnimmst, sondern diese Nachrichten denen auch so viel Aufmerksamkeit und Raum gibst, dass du den Impulsen dann auch folgst. Sonst wird, das ist die einzige Möglichkeit, wie du die Verbindung zu deiner eigenen Seele stärken kannst, ist, indem du ihre Nachrichten nicht wahrnimmst und ignorierst, sondern wahrnimmst und ihnen folgst. Aber wenn du das tust, wenn wir das immer weiter tun und immer kompromissloser und schneller und selbstverständlicher auf dieser Reise sind, dann fällt automatisch alles andere auf seinen Platz. Und dann hat die Logik und die Struktur und auch so die männliche Durchsetzungskraft und so, hat ja einen ganz wichtigen, spiegelt einen ganz wichtigen Aspekt wider, ja? Der dann immer, wann immer die Seelenstimme gesprochen hat und wann eben klar ist, was dann irgendwann auch mal zu tun ist, dann kommt es doch alles dazu. Dann kann man strukturieren, dann kann man die Ressourcen sammeln, dann kann man die Schritte festlegen, dann kann man Pläne schmieden, all das hat dann seinen Raum. Aber es hat eben einen klar umrissenen Raum. Das ist das Entscheidende. Und genauso ist es mit dem Ego auch. Das Ego ist Teil unserer Existenz. Das ist also nichts, was wir hinter uns lassen müssen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid hier. Es hat also nichts damit zu tun, irgendwas abzutrennen oder sonst irgendwie. Ja? Das Ego ist wichtig. Das Ego ist geliebt. Weil das Ego ist, was uns immer wieder daran erinnert, dass wir in unserer eigenen individuellen, uns ganz eigenen Art und Weise uns ausdrücken dürfen, unsere Göttlichkeit zum Ausdruck bringen dürfen. Es ist immer wieder, hilft es uns weiter auszudehnen, weiter zu streben. Ja, nicht in dem unwahrhaften Raum der Stagnation zu verharren. Das geht mit dem Ego nicht, weil das Ego will nicht stagnieren. Das Ego will immer weiter, es will mehr, es will sich ausdehnen, es will vorwärts. Und versteht ihr, so gesehen ist auch das Ego sehr wahrhaftig. Aber es darf eben auf einem klaren Platz geführt werden. Ich habe das in unserer Kundengruppe immer so benannt, hey, das Ego wie so ein Hund ein bisschen zu sehen, dass du sagst, so hey, Platz und bleib. Ja, dann rennst du wieder mal los irgendwie und zeigt dir einen neuen Raum, eine neue Richtung auf. Und dann sagst du, danke, liebes Ego, da kann es weitergehen, mal gucken, fühlt sich das richtig an, was sagt meine Seele dazu? Und du gehst wieder auf deinen Platz und bleib, wie ein Hund. Ja, aber liebevoll natürlich, ja, liebevoll, aber sehr klar, darf das Ego, und das Wort muss benutze ich immer mit allergrößter Vorsicht und fast nie hört ihr mich sagen, dass man irgendwas muss. Ja, weil wann immer du hörst müssen, du solltest, du müsstest, ist es, in den allermeisten Fällen hat das nichts mit Seele zu tun, wenn man das Wort müssen und sollen, müsste doch mal wieder und sollte mal wieder, nee. Aber in diesem Zusammenhang kann man das doch so
zum Ausdruck bringen. Das Ego darf, muss auf seinen Platz verwiesen werden, weil es sonst, und es ist ja bei so vielen Menschen immer noch so riesengroß und so in allmächtigen Fantasien, das Ruder in die Hand bekommen hat von uns, dass so viel Leid damit entsteht. Also, es darf auf seinen Platz verwiesen werden. Ich sag's trotzdem mal so sanft und zärtlich, ja. Und ist es aber automatisch, auch hier ist wieder nichts, irgendwie, was du da tun musst oder was jetzt wieder, wo du wieder Trennung wärst, sondern wenn du einfach immer mehr auf deine Stimme aus deiner Seele hörst und ihr folgst. Deswegen heißt es auch nicht, wir haben da rumüberlegt, die Karte, nicht sagen wir jetzt, na, höre auch deine Seelenstimme. Nee, es ist nicht nur höre deine Seelenstimme, sondern es ist folge ihr. Das ist eine little distinction und ein Unterschied, der sehr wichtig ist. Du hörst nicht nur auf irgendwelche Warnungen oder unterstützenden Tipps oder so, sondern du darfst ihnen folgen, sonst kannst du es auch bleiben lassen. Und dann ist auch die Verbindung wird immer schwächer. Jedes Mal, wenn deine Seele dir sagt, hey, mach doch das oder hör doch damit auf und du das wahrnimmst, aber nicht folgst, sondern sagst, nee, will ich aber nicht, Ego bleibst, ist das eine Schwächung und ist das ein weiteres Stück Unwahrhaftigkeit. Und deswegen ist für uns alle der Weg, für mich die Karte, für uns alle der Weg, immer mehr und mehr und mehr und schneller und kompromissloser und einfacher und im Flow und verzeihender und liebevoller auf unsere Seelenstimme zu hören und ihr zu folgen vor allem. Und das ist der Impuls für heute, Leute. Ja, hier in dieser alten Gruppe, die in einer vollkommen neuen Energie erblüht und in der wir uns treffen und die ich wachsen sehe. Ja, es wird hier ist Leben drin wieder, viel Leben, hochschwingendes Leben. Und das wird sich ausdehnen und mehr Seelen, erwachte Seelen und Seelen, die am Erwachen sind gerade, werden hier zu uns finden. Und wir werden in Gemeinschaft, jeder bei sich und nur bei sich und in vollkommener Ausgefülltheit, ja, aber dadurch eben dann auch in Verbindung gehend, hier gemeinschaftlich spielen. Deswegen sind wir hier. Ja, das war's. Ich höre jetzt auch mal auf, weil hier ist so viel Durchgangsverkehr. Ihr kriegt es ja gar nicht mit. Ich habe einen ganz schönen Platz. Wir sind in einem neuen Campground. Wir sind ein paar Stündchen gefahren heute. Ist so schön in Amerika, die dicken Highways lang zu fahren mit unserem großen Campervan. Ist so schön. Wir lieben das hier. Das ist gerade so ein schönes Leben, das wir haben. Wir haben da schon immer von geträumt, mal die Big Highways in Amerika lang zu cruisen mit dem Campervan. Wir sind ja so eine Familie, die jahrelang schon in Wohnmobil gelebt hat, ja, oder auch ganz früh auch im Bauwagen sogar und sowas. Wir lieben das. Wir lieben das, auch auf engem Raum, weil du hast immer so schnell aufgeräumt. Es ist immer alles sofort da. Du bist gezwungen, sehr minimalistisch zu leben und dadurch so ein Reichtum zu erfahren, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Du hast in so einem engen Space so viele Möglichkeiten. Du kannst dich in jede Richtung weiter bewegen. Du bist so leicht. Ja, wir können literally, wir sind mittlerweile so gut, ist nach einem Monat, dass wir echt es schaffen, einen achtköpfigen Haushalt innerhalb von so einer Viertelstunde bis 20 Minuten so zusammenzuräumen, dass wir uns auf die Reise in eine neue Welt machen können. Amerika ist so groß, da kann man das ja wirklich so sagen. Das ist so schön und so wahrhaftig. Und so frei und lebendig und einfach nur toll. Und wir nehmen euch da weiter mit. Es ist jetzt hier, sind die Worte, sind gefunden. Folge der Stimme deiner Seele. Das ist das, worum es geht. Das ist das, wo die Katja und ich euch bei helfen, indem wir das verkörpern und wir das immer wieder hier zum Ausdruck bringen. Und wir das in dir, wie gesagt, es geht nicht um uns, sondern es geht ja immer, du bist ja für dich da. Und wir machen das, um dir zu helfen, dass du selber mit dir, mit deiner Seele immer weiter in Verbindung gehen kannst und immer mehr Anteile wieder zurückholen kannst, die im Lauf der Jahrtausende sich verstreut haben. Jetzt ist der Weg, alles wieder zu sich zu holen und in die Wahrhaftigkeit zu bringen und in so deine Göttlichkeit zu erfahren. Und in dem Wir weiter aufzusteigen. Das ist, was wir machen. Lieben, Holger, sei du auch gesegnet. Ihr seid alle gesegnet. Wir sind alle gesegnet. Ich höre jetzt auf, da weint nämlich irgendein Kind. Das ist die Zeit, hier aufzuhören. Das ist nicht unseres, das ist ein anderes.
Send mal ein bisschen Liebe zu dem Kind. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Da hinten ist der Papi. Tschüss.